Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, gern. Ich suche ein Geschenk für meine Frau. Ja, können Sie mir denn die Größe Ihrer Frau sagen? Leider nein, aber ich habe was Passendes für Sie. Etwas in der Art vielleicht? Ja, perfekt. Bitte. Gut. Vielleicht haben Sie hierfür das Passende. Ernsthaft? Nee, komm. Herr Göberle, warum reden Sie nicht mit mir? Dann komm mal rein, nervt doch. Kannst du das nicht wirklich verstehen? Ich habe im Leben nicht viele Frauen gehabt. Und ich suche mir die schönste aus. Quatsch, das funktioniert eh niemals. Nee, das ist alles genau geplant. Hände der Fahnenstange! Immer dasselbe mit euch. Man will sie ein bisschen amüsieren und ihr verderbt dann die Stimmung. Interessieren Sie sich für eine Grignol? Eine gute Wahl. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her absolut unschlagbar. Geht natürlich nur, weil wir den Alleinvertrieb haben. Naja, ich kenne den Wein. Ich interessiere mich eigentlich mehr dafür, wer diesen Wein bei Ihnen gekauft hat. Herr Lind, verstehe. Lässt sich das irgendwie rekonstruieren? Ja, wenn der Kunde mit Kreditkarte bezahlt hat oder unserer Stammkundendatei vermerkt ist, dann haben wir das gleich. Und wenn das nicht der Fall ist? Ja, dann. Aber wir schauen erst mal. Uiuiui, da ging ja weg wie nix. War ja auch ein super Angebot. Am besten, ich lasse ihn das mal ausdrucken. Ich sehe gerade, hier sind noch jede Menge Flaschen über die Theke gewandert. Aber da haben die Kunden bar bezahlt. Da kann ich leider nicht mit Namen dienen. Haben Sie vielleicht einen Ulrich Haberkorn als Kunden? Moment. Ja, haben wir. Der ist sogar Stammkunde bei uns. Ah ja. Hat er vielleicht auch den Grignol gekauft? Ja, mit Karte hat er jedenfalls nicht bezahlt. Aber wie gesagt, das muss nichts heißen. Er könnte auch bar bezahlt haben. So. Super, das ging schnell. Danke. Und dann bitte, dann hätte ich gerne noch 16,99 €. Ach, klar. Entschuldigung. Okay. Ich hab zu danken. Wiederschauen. Das Wort hat der Angeklagte Ernst Röhm. Ja. Hoher Gerichtshof, ich soll mich heute rechtfertigen. Für mich ist die Frage nur die, konnte und durfte ich als Deutscher an diesem Tag anders handeln? Ich bin Offizier und Soldat. Und bitte, dass von diesem Gesichtspunkt aus gesehen meine Handlungen einer Würdigung unterzogen werden.
Ich muss daher auf diese Tätigkeit, weil sie ausschlaggebend ist für die Beurteilung meiner Handlungen, ganz kurz zurückkommen. Haben Sie sich da Gedanken irgendwie gemacht, damals, über die Rechtmäßigkeit des Vorgehens? Gedanken haben wir uns weniger gemacht als gejubelt. Sie haben sich sehr gefreut, das ist ja begreiflich. Die Begeisterung war außerordentlich. Es war jedem klar, dass das der Beginn der nationalen Revolution war, die jeder Mann in Deutschland erwartet hat. Jawohl. Herr Hauptmann Röhm, haben Sie etwas hinzuzufügen? Nach den Ausführungen meines Freundes und Führers Adolf Hitler verzichte ich auf jedes weitere Wort. Herr Röhm, bisschen nach links. Zurück. Gut. Achtung, meine Herren. Der dicke Hai. Bitte nachziehen, Inspektor. Mist, verdammter. Chief Inspektor, wo sind Sie? Kurz, guck mal, ob der noch... Los, bitte. Was denn hier ist? Penn weiter oder bezahl meine Wurst. Hallo, ich bin der Simon aus Landshut. Und ich bin seit 4 Jahren Mobbyholiker. Keiner glaubt mir, dass ich wirklich will. Aber ich will mich bewegen. Nur, die Sachen kommen mir immer zuvor. Scusate, bleib dabei. Io vertrage, arbeite. Klausen, Eco, Metallo. Meld dich im Ausländerbüro da hinten, der fährt der Bus ins Lager. Ja, Ausländerbüro. Sie wollen steinalt werden? Dann sind Sie bei mir genau richtig. Modernste Trainingsmethoden. 438. Sensible psychologische Führung. Bewegt euren fetten Arsch, ihr Mann! Und ausgewogene Ernährung.
intensive Motivations- und Aufbauseminare. Sie sind wirklich die jämmerlichste Flasche jenseits von Timbuktu! Ich hoffe für die menschliche Rasse, dass sie nie Nachkommen haben werden! Vertrauen Sie mir, ich verstehe was von Gesundheit, stimmt's? Wir wissen nicht, welchen Partner Sie für Ihre Gesundheit gewählt haben. Aber es gibt immer eine Alternative. Die BKK...